Ich liebe mein Vaterland, die Deutsche Demokratische Republik, kaum. Das war mutig, das anzukreuzen. Was mir nicht gefällt, kaum Reisemöglichkeiten in kapitalistische Länder. Ja, man hatte schon so seinen Traum, mal unter Palmen zu liegen, an einem weißen Strand, azurblaues Meer. Ines Schwab und Kerstin Bittig sind zwei von ca. 400 Teilnehmern einer einmaligen sozialwissenschaftlichen Langzeitstudie. Seit 1987 werden damals 15-jährige DDR-Schüler Jahr für Jahr befragt zu ihrem Leben, zum politischen Umbruch und später zum neuen System. Freiheit, ja, diese haben wir jetzt, aber mit dieser Freiheit haben wir auch viele negative Dinge mitgeschenkt bekommen. Die Angst, den Ansprüchen der heutigen Gesellschaftsform nicht gerecht zu werden. Die Angst, vor dem totalen Abgrund zu stehen und abzustürzen. Wow. So manchmal hat man so dieses Gefühl, ein bisschen minderwertig zu sein. Als Ostdeutscher, ich kann es nicht erklären. Zu den Ostdeutschen im Allgemeinen, die sind alle engagiert, die sind alle unglaublich, haben die Drive. Nicht, dass die anderen nicht fleißig arbeiten, aber wir wollen halt gern noch was erreichen. Wir haben eben nicht das große Schloss geerbt, sondern müssen uns das erarbeiten. Im Jahr 2013 sind die Teilnehmer der Studie 40 Jahre alt und Bürger der Wiedervereinigten Bundesrepublik. Ihre Antworten, seit 26 Jahren gesammelt und wissenschaftlich ausgewertet, vermitteln heute ein Bild davon, wie diese Generation von Ostdeutschen den Systemwechsel erlebt und gemeistert hat. Es ist keinesfalls, wie man gedacht hat, eine bloße Übernahme westlicher Muster auf ostdeutsche Gegebenheiten. Das hat einfach nicht stattgefunden. Das war vielleicht die Erwartung, die man hatte. Wenn man sozusagen den Eimer auskippt und mit was Neuem füllt und vergessen hat, dass der Eimer auch Bestandteil des Systems ist. Lutz Hitzig aus Zwickau beginnt 1989 eine Lehre als Techniker. Nach dem Ende der DDR erfüllt er sich einen Traum. Er studiert Luft- und Raumfahrttechnik und ist heute Ingenieur bei der Lufthansa. Auch privat ist Lutz Hitzig dank Wende und Reisefreiheit vielfältiger. Wir waren in Portugal, Spanien, in Griechenland, in Russland, Ägypten, USA mehrfach, Asien, Bangkok, Hongkong, Vietnam, England, Irland, Österreich, logischerweise zum Skifahren, ja, aber es ist fast selbstverständlich, ja. Aber wer kann das? Also, wer hätte das gedacht? Die Teilnehmer der sächsischen Langzeitstudie werden seit 1987 vom Leipziger Jugendforscher Professor Peter Förster befragt. Ab 2001 beteiligen sich Wissenschaftler der Universität Leipzig an dem Projekt, Professor Elmar Brähler und Yves Stöhn. Das bringt frischen Wind in die Studie und die Umstellung von Papierbögen auf elektronische Befragungen. Was bleibt, sind hunderte Studienteilnehmer, die wissenschaftlich begleitet ins vereinte Deutschland hineinwachsen. Spannend ist ja, dass es die Letzten waren, die in der DDR die 10. Klasse abgeschlossen haben. Das heißt, die haben wirklich diese komplette Schulsystemsozialisation durchlaufen. Und die standen sozusagen eigentlich nicht nur am Beginn ihres Lebens, ihres Erwachsenwerdens, sondern die standen einem völlig neuen System gegenüber, in dem ganz andere Sachen galten, ne? Und diesen Spagat zu finden, ich glaube, das ist für diese Generation sehr charakteristisch. Gerhild Spikale ist eine von denen, die den Spagat geschafft haben. Als sie Mitte der 90er Jahre ihren Job in Leipzig verliert, entscheidet sie sich, in den Westen zu gehen. Seitdem geht es für sie aufwärts. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich erreicht habe. Und bin damit sehr zufrieden. Und jetzt kann ich eigentlich auch putzen gehen, weil ich ja alles andere schon hatte. Gerhild Spikale ist heute Büroleiterin einer großen Anwaltskanzlei im Westen. Sie zählt sich zu den Gewinnern der Wende. Aber es gibt auch Teilnehmer der Langzeitstudie, die das nicht geschafft haben, die noch heute jeden Monat um ihre Existenz kämpfen. 2007 haben 32% der Studienteilnehmer ein Einkommen von weniger als 1.000 Euro im Monat. 2012 sind das noch 18%.
Andererseits verdienen 2007 15% der Studienteilnehmer mehr als 2000 Euro netto im Monat. Bis 2012 wächst dieser Anteil auf 30%. Aber ob Spitzenverdiener oder Hartz-IV-Empfänger, die meisten der heute 40-jährigen Teilnehmer geben an, dass sie froh sind, die DDR erlebt zu haben. Diese Rückbesinnung auf die Kindheit, ich meine, das ist sowieso ein Thema der Lebensmitte. Und da zu sagen, okay, was war denn gut und das wertzuschätzen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und dazu zu stehen, dass man diese Sozialisation durchlaufen hat und die eigene Biografie anzunehmen. Also ich hatte eine sehr, sehr gute, wohlbehütete Kindheit, aufgrund, dass meine Eltern mir eigentlich alles ermöglicht haben, was es möglich war in der DDR. Und dass vor allem, dass der Einzelne eigentlich nicht so wichtig ist, also, sondern es ist immer die Gemeinschaft, die zählt. Und ich glaube, das ist in totalitären Systemen so üblich. Und dann nimmt man sich selber eigentlich nie so wichtig. Monty Czachy, der Junge aus dem nordsächsischen Lausig, hat es weit gebracht. Bis nach Asien, Skandinavien und Amerika. Nach der Wende hat er in Bayreuth und in den USA studiert. Da habe ich dann immer ganz stolz gesagt, I grew up in communism. Also, dass ich im Kommunismus groß bin und das ist derjenige, der in der DDR war. Also das war dann schon bewusst. Aber den normalen Studenten war das völlig egal. Man war der komische Deutsche, der einen komischen Akzent hat oder so. Monty Czachy ist heute Finanzexperte bei einer großen Schweizer Bank in Zürich. Das neue System hat ihm einiges ermöglicht, was zu DDR-Zeiten unerreichbar war. Viele Studienteilnehmer haben die Chancen der neuen Ordnung für sich genutzt. Sie haben sich Träume erfüllt, eine Existenz geschaffen, Familien gegründet. Sind Sie die Gewinnergeneration? Jedes Jahr fragen die Wissenschaftler auch nach der Zufriedenheit mit Politik und System. Bei dieser Frage sind die Studienteilnehmer erstaunlich zurückhaltend. Im Jahr 2004 erreicht die Zufriedenheit ihren absoluten Tiefpunkt. Die großen Themen in der deutschen Politik sind Hartz IV und die Agenda 2010. Sind 1994 noch 35% mit der Politik zufrieden und sehr zufrieden, sinkt die Zahl 2004 auf 20%. Also Anfang der 90er gab es einen unheimlich hohen Optimismus, der fast schon enthusiastisch war. Und der Erkenntnisprozess ist einfach ein sehr langer, dass man gemerkt hat, die wirtschaftlichen Grundlagen sind absolut different, die Sozialisationsgrundlagen sind different, die Werthaltungen sind different. Selbst wenn man nach der Wende gedacht hat, okay, jetzt übernehmen wir alles, was im Westen so toll ist, hat man irgendwann festgestellt, A, so toll ist es nicht und B, es gibt Sachen, die ich definitiv anders machen möchte. Im Jahr 14 nach der Wiedervereinigung sind die Befragten im gesamtdeutschen Alltag angekommen. Aber für viele von ihnen sieht die Realität nicht nur rosig aus. Fast 70%, also 2 von 3 Studienteilnehmern, haben schon Bekanntschaft mit dem Arbeitsamt gemacht. Dabei fängt nach der Wende alles so gut an. Ines Wolf wird nach ihrer Lehre bei Microsa in die Abteilung Einkauf übernommen. Sie liebt ihre Arbeit, die Kollegen und sie verdient gut. Der Betrieb war gewerkschaftlich organisiert, also in der IG Metall. Und dadurch gab es Tariflohn und dann ging das ja systematisch immer höher. Und damit ließ sich als junger Mensch vor allem super gut auskommen. Ich habe mir mein eigenes erstes Auto gekauft von dem Geld und das war schon super. 1996 kommt die betriebsbedingte Kündigung. Von 3000 Mitarbeitern bleiben 300. Ines Wolf ist nicht dabei. 7-mal hat sie seitdem den Job gewechselt. Heute fährt sie Taxi. Das ging immer finanziell bei jeder Arbeit, bei jeder neuen Arbeit. Entweder es ist so geblieben vom Gehalt her oder es ist weniger geworden. Aber bergauf ging es noch nie. Noch nie wieder. In unserer Studie waren ja 70% schon mal arbeitslos und 35% schon mehrfach. Im Westen liegt die Zahl unter 50%. Ist auch nicht wenig, aber ist hier noch mal verschärft. Ich sag mal, wir waren vielleicht noch ein bisschen naiv. Ich meine, wir waren jung und kannten ja den Westen nicht, den goldenen Westen. Den kannten wir nicht. Naja, und kurze Zeit später habe ich festgestellt, dass das halt nicht so golden ist, nicht so einfach ist. Also einfach nur die soziale Unsicherheit
ist da und ja, du weißt nie, was morgen wird. Michael Schwannecke ist Ingenieur bei einem Zulieferer der Autoindustrie und hat mit seiner eigenen kleinen Entwicklungsfirma schon einige Patente anmelden können. Es geht ihm gut, inzwischen. Aber bis dahin war es ein langer Weg, inklusive vieler Monate Unsicherheit und Arbeitslosigkeit. Aufgegeben hat Michael Schwannecke nie. Das, so sagt er, hat er in der DDR gelernt. Wert ist auf alle Fälle, den ich übernommen habe, den Kopf eben nicht in den Sand zu stecken, sondern lieber nach Lösungen zu suchen. Auch ein Wert geht nicht, gibt's nicht. Den habe ich auch mitbekommen. Ich denke auch, dass unsere Einstellung ein Stück weit Ost geprägt ist. Das heißt, dass wir gerne was leisten wollen, dass wir vielleicht auch erfinderisch sind, in Dingen in dem Sinne Probleme zu lösen. Zu DDR-Zeiten musste man sich immer was einfallen, wenn irgendein Material gefehlt hat, um was zu reparieren, dann musste das sozusagen irgendwie anderweitig umgangen werden, musste eine andere Lösung gefunden werden. Diese Eigenart, denke ich, die ist uns vielleicht noch ein Stück erhalten geblieben. Der Osten hat ja die Menschen dahingehend trainiert, mit wenig oder aus nichts irgendwas zu machen. Dann plötzlich alles zu haben, so nach dem Motto, jetzt kommt der Goldene Westen, jetzt haben wir alle Optionen und dann festzustellen, es sind gar nicht alle Optionen, beziehungsweise, oh, ich muss mich zwischen ganz vielen Optionen entscheiden, ja. Das erfordert eine hohe Anpassungsfähigkeit. Und ich denke, das haben die gut gemeistert. Die Anfangseuphorie ist verschwunden. Das Ankommen im neuen System hat Kraft gekostet. Auch in der Studie schlägt sich das nieder. Die Studienteilnehmer sind Mitte 2000 vor allem eins: Politik verdrossen. Kreuzen 1994 33% der Studienteilnehmer an, dass es keine Partei ihrer Wahl gibt, steigt diese Zahl im Jahr 2000 auf 47%. 2004 fühlen sich 55% der Befragten von keiner Partei gut vertreten. Inwiefern haben Sie Vertrauen zu folgenden Parteien? SPD geringes, CDU geringes, Republikaner gar keins, Bündnis 90 gar keins, PDS geringes, FDP geringes. Ja. Von welcher dieser Parteien fühlen Sie sich am besten vertreten? Null von keiner. Ja, eine Frage 2006 war auch, ob es für mich bedeutsam ist, mich für die Erhaltung des heutigen politischen Systems einzusetzen. Und das war für mich 2006 überhaupt nicht bedeutsam. Ich denke, das kommt daher, dass man wahrscheinlich auch zu viel mit sich selber zu tun hat, weil sich das Leben so entwickelt hat, dass man immer und überall aufpassen muss und vorsichtig sein muss, dass man nicht untergeht. Ich finde, es ist auch schwierig, als Einzelner da den richtigen Weg zu finden, um sich politisch zu engagieren, um da oben, ganz oben was zu bewirken. Die Verklärung ist weg, das hat Anfang der 90er schon begonnen. Dann hat man das Gefühl, die kochen auch nur mit Wasser, nicht? Und da hat die Selbstsicherheit, also die Selbstbewusstsein im Osten noch zugenommen. Was wir heute an Ost-West-Unterschieden haben, denke ich manchmal, die Hauptteil kommt nicht durch die Zeit vor der Wende, sondern durch die Zeit nach der Wende. Das Endprodukt war, dass nun Grund und Boden fast alles Westdeutschen gehört. Ich glaube, das sitzt sehr tief, die Verletzung. Vom Westen enttäuscht holen viele die Erinnerung an ihr Leben in der DDR hervor. Der vermeintlichen Sorglosigkeit und Sicherheit ihrer Kindheit und Jugend stehen nun die Wertvorstellungen und Ideale des neuen Systems gegenüber. Was fehlt mir oder was ich nicht so gut finde, ist fehlende Kameradschaft, Neid und Missgunst. Dinge, die Ostdeutsche sehr schnell übernommen haben und noch verstärkt haben. Oftmals bleibt Menschlichkeit zugunsten der Geschäfts auf der Strecke, leider. Menschliche Werte gelten wenig. Häufig wird es einfach unter den Teppich gekehrt und wichtig ist, wie viel Geld jemand hat. Aber ja, das wird mit Sicherheit, wenn es mal hart auf hart kommt, zählt das alles nichts. Wenig Chancen für Kinder und Familie, das hat sich ja noch verschärft. Also wer kein Geld hat, hat es schwer mit Kindern. Ich meine, hier kämpft ja jeder um seine Pfründe. Das ist nicht sinnvoll. Die Reibungsverluste sind ja enorm. Und die Reibungsverluste sieht man an all denen, die jeden Tag erneut vom Tellerrand runterfallen und eben durchs Netz durchfallen. Ostalgie würde ich das nicht nennen. Ich
Kreuz auch an, dass mir ein reformierter Sozialismus ganz recht gewesen wäre. Nur, dass es den eben nicht geben kann. Von 1993 bis 2004 geben über 40% der Studienteilnehmer an, dass ihnen ein humanistischer Sozialismus lieber wäre als das derzeitige System. 2012 sinkt diese Zahl auf 29%. Die Vergangenheit verblasst langsam und der Sozialismus ist kaum noch eine Alternative für die Generationenwende. Aber das Tempo der neuen Zeit, insbesondere das der marktwirtschaftlichen Arbeitswelt, macht den Ostdeutschen zu schaffen. Ich denke, es kommt so mehreres zusammen. Zum einen diese Idee von, wir müssen es beweisen, dass wir genauso gut sind und eigentlich besser. Dann ein unheimlich hohes Pflichtbewusstsein, was der Ostdeutsche auch diese Generation nicht abstreift. Ja? Steh zu deinem Beruf und kämpfe und wenn die anderen schon gegangen sind, mach noch eine Stunde länger. Simone Groß versucht allen beruflichen Anforderungen perfekt gerecht zu werden. Sie ist Disponentin einer großen Speditionsfirma und studiert nebenbei. Also beim Studium samstags, wenn wir dort saßen in der Schule, dann habe ich mir ins Sekretariat die Einsatzpläne faxen lassen und habe dann, während der Dozent vorne gesprochen habe, so halb unter der Bank aufgeteilt, welcher Fahrer macht welche Tour mit welchem Fahrzeug und. Aber sie arbeitet nicht nur während der Vorlesungen, sondern geht auch am Ende des Tages nicht ohne Diensthandy nach Hause. Dann kam eben zufällig abends um 7 beim Armbrot oder abends um 11 im Bett oder der Nacht um 2 im Bett der Anruf und der Fahrer hat angerufen und hat gesagt, mein Auto ist kaputt, ich kann nicht ausliefern, was mache ich nun? Es gab sicherlich auch mal 2-3 Tage, wo nichts war, da hat man aber auch nicht geschlafen, weil man immer gedacht hat, das Handy ist kaputt, es klingelt gar nicht. Also es war schlimm. Ist sehr schwer mit Privatleben. Also ich habe es ja nun versucht und ich hatte ja auch lange Zeit eine Beziehung, hatte das Studium, diesen Beruf dazu und konnte dann nachts ja kaum schlafen. Und dann ist die Beziehung aber zerbrochen. Die Studienteilnehmer stellen sich den Herausforderungen der neuen Zeit. Aber sie sorgen sich auch, ob sie ihnen gewachsen sind. 1996 fragen die Wissenschaftler, fühlen sie sich vom zunehmenden Leistungsdruck bedroht? 57% der Studienteilnehmer antworten mit Ja. 2003 und 2009 sind es sogar 62%. Im Westen, da muss man mobil sein und umhersausen, nicht? An der Karriere nachsausen. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Und Jugendliche, die zur Zeit der Wende Jugendliche waren, die bekommen das sicher mit. Aber dafür die Zeit, die sie in der DDR noch gelebt haben, doch sehr, sehr lange. Lutz Hitzig ist umhergesaust. Er ist erfolgreich, hat keinen Grund zu existenzieller Angst. Wie sieht er den zunehmenden Leistungsdruck? Und was mich stresst, ist dieses Verlangen nach höher, schneller, weiter. Wir müssen immer besser werden, wir müssen effektiver werden. Das stimmt, aber das ist so plakativ geworden mittlerweile. Ich kann mir das nicht ganz erklären, ob das Allheilmittel ist, immer höher, schneller, weiter, besser zu werden. Das ist erschöpfend. Das Leben auf der Überholspur wird nicht zum favorisierten Modell der Generationenwende. Die meisten Studienteilnehmer sind Anfang 30, als sich neben allem Beruflichen auch die Frage nach der Familienplanung stellt. Simone Groß lernt einen neuen Partner kennen. Und da hat das Umdenken in mir angefangen, wo ich dann gesagt habe, meine Gesundheit ist mir wichtig. Und mein Privatleben könnte auch mal wichtiger werden, langsam. Und da war mein Freund dann ganz glücklich und zufrieden, als ich dann so gesagt habe, weißt du was, die Firma ist nicht mehr das Wichtigste. Und er sagt, endlich mal ein wahrer Satz. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Dann kam ja dann auch, wie gesagt, ich war ja dann schwanger, das erste Kind und dann das zweite Kind. Und dann war für mich klar, die Familie ist das Wichtigste. Simone Groß ist 35 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekommt.
Monty Czache und Michael Schwannecke werden im Alter von 33 Jahren Väter. Kerstin Bittig ist mit 39 zum zweiten Mal schwanger. Also in der DDR war es ja so, dass man sehr zeitig eine Familie gegründet hat, weil man einfach da staatlich auch sehr stark unterstützt wurde mit strukturellen Maßnahmen, mit finanziellen Aspekten. Es gab ja diesen Begriff, den Kredit ab Kindern. Das gefällt Ihnen gegenwärtig in der DDR besonders. Bezahltes Babyjahr, Reiseerleichterung. Bezahltes Babyjahr, also, dass ich das in dem Alter schon so weit gedacht habe, ne? Bezahltes Babyjahr, ja. 1988 war ich 16. Mit 18 ist geheiratet worden, sicher auch zwangsweise. Eine Wohnung hat man nur bekommen, wenn man verheiratet war. Also von daher, ja, war das mit 16 nicht so weit weg, wie es jetzt vielleicht ist. Die Frage der Wissenschaftler, was bedeuten politische Umbrüche und wirtschaftliche Einschnitte für die Familienplanung? In der DDR bekam man im Durchschnitt im Alter von 23 Jahren das erste Kind. 1996, als die Studienteilnehmer 23 Jahre alt sind, haben ganze 13% Nachwuchs. Nach der Wende gab es den größten Gebärstreik in der Menschheitsgeschichte. Also die Kinderzahl sind ja komische Zahlen, also von 1,6 auf 0,5 runter. Und das ist eine blöde Zahl, aber man hat einfach das aufgeschoben. Nicht? Das Kinderkriegen ganz rapide aufgeschoben. In der Zeit war eigentlich mein Beruf. Abschließen. Das war im Vordergrund. Familie war immer irgendwo wichtig für mich, aber ich hatte so meine Ziele. Ich wollte verheiratet sein und einen festen Job haben. Also die berufliche Ausbildung, da nochmal ein Praktikum machen, dort nochmal ein ganzes Jahr ins Ausland gehen, das war eigentlich eine sehr gute Sache, dass man dann diese Freiheit hatte. Wir hatten die These, dass sie vielleicht sich an westdeutsche Familiengründungsmuster angleichen. Und wir können aber schließen, dass sie das nicht gemacht haben. Bei den Studienteilnehmern gilt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im Jahr 2000, sie sind 27 Jahre alt, haben 36% Kinder bekommen. 2006, im Alter von 33 Jahren, sind es über 65%. Heute sind 76% von ihnen Eltern. Wie viele Kinder möchten Sie einmal haben? Bitte tragen Sie die Anzahl direkt ein. 3 steht da. Das haben wir gut abgearbeitet. Lukas, der erste Sohn, wird 1997 geboren. 2 Jahre später folgt Tochter Sarah. 2002 kommt noch Leon dazu. Trotzdem studiert Ines Schwab Betriebswirtschaft und arbeitet seit 20 Jahren in einer Steuerkanzlei. Ein anderer gravierender Unterschied ist aber, im Westen gibt es ja einen sehr, sehr hohen Anteil an kinderlosen Akademikerinnen. Den gibt es in unserer Studiengruppe nicht. Also die haben zwar später angefangen mit der Familiengründung, aber sind inzwischen genau gleichgezogen mit denjenigen, die nicht studiert haben. Auch Simone Groß will ihr Studium nicht umsonst absolviert haben. Sie genießt ihr Mutterjahr und will dann wieder arbeiten gehen. Der hat mir eben gesagt, Sie haben um 6 hier anzutanzen mit der Arbeit, Sie haben einen Arbeitsvertrag. Also bitte, kommen Sie dem auch nach. Ich habe gesagt, es tut mir leid, es geht nicht, ich kann nicht um 6 anfangen. Die Kita macht um 6 auf und ich habe einen Anfahrtsweg von 1/4 Stunde. Ich kann um 7 anfangen. Mein Mann hat dann extra Urlaub genommen, damit er das Kind in die Kita bringen kann und abholen kann. Und bin dann auf Arbeit gegangen und da wurde, das habe ich schon gemerkt, ein ganz anderes Entgegenkommen wie früher. Dann wurde mir gesagt, ab morgen Bereitschaft, Urlaubsvertretung für einen Kollegen. Ja, einen Tag hast du Zeit, dich einzuarbeiten. Und da habe ich gesagt, wie stellt denn euch das vor? Das kann ich nicht innerhalb von einem Tag. Ich brauche eine Woche Zeit dafür. Der ganze Tag war so aufregend und hat mich so sehr durcheinander gebracht, dass ich dann abends einen Kreislaufzusammenbruch hatte und bin zusammengebrochen zu Hause. Also das hat mich einfach, das habe ich nicht verkraftet. Die Enttäuschung bleibt, aber Simone Groß meistert die schwierige Situation und wird sogar ein zweites Mal Mutter. Sie und die anderen befragten Ostdeutschen wollen am liebsten alles. Einen tollen Job, eine gute Partnerschaft,
und eine große Familie. Auf die Frage, was ihnen am wichtigsten ist, antworten 16% der Job, 34% die Familie. Und die große Mehrheit, 50% der Studienteilnehmer, sagt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist mir am wichtigsten. Der Ausgangspunkt zwischen Ost und West war ja extrem different, ne? Also im Westen sagt man so, da gab es so das Male Breadwinner, Female Homemaker. Also Mann geht raus und jagt und verdient das Geld und die Frau ist zu Hause und versorgt gefälligst die Kinder und kocht ein schönes Essen und hält die Pantoffeln warm. Im Osten gab es das eigentlich kaum. Eine Frau, die nicht berufstätig war, hatte, glaube ich, Seltenheitswert. Hat das den Kindern geschadet? Ich musste dann, war bereits 92, erkennen, dass die Ostdeutschen ihre Eltern als liebevoller beschreiben. Das hat mich sehr überrascht. Und eine Erklärung ist ja dafür, dass die Familie vielleicht ein Gegenentwurf zum Staat war. Die westdeutsche Familie hat ja die Kinder überall zu Klavierstunden rund um die Uhr, nicht? Also gejagt. Und die tatsächliche Kommunikation aber mit den Kindern ist nicht danach zu bemessen, ob man nun die Mutter arbeitet oder nicht arbeitet, sondern das kommt auf die realen Kontakte an. Karriere ohne Kind oder Kind ohne Karriere? Bei den ostdeutschen Studienteilnehmerinnen kommen Rollenmodelle für Frauen, die der Westen zu bieten hat, nicht an. Bis heute nicht. Ich mache meinen Beruf unwahrscheinlich gern. Ich bin gern Lehrer, gerade auch jetzt im Bereich mit geistig Behinderten. Das macht mir so viel Spaß, dass ich auch sehr viel Kraft reinlege. Aber auch Familie ist mir sehr wichtig. Also ich muss unter Menschen, ich muss was machen. Ich kann nicht nur Mutter und Hausfrau sein und den ganzen Tag putzen, einkaufen gehen. Das funktioniert nicht. Also eine Frau braucht, oder ich brauche die Selbstbestätigung. Manchmal kommt es im Leben nicht ganz so, wie man sich vielleicht wünscht und plant, auch für eine Frau. Und dann muss ich was haben, auf was ich zurückgreifen kann. Die Orientierung zwischen Beruf und Familie, das ist, würde ich mal wirklich als Sozialisationserfahrung bezeichnen, die weitergegeben wurde und weitergelebt wird. Die meisten Studienteilnehmer haben die Lebensmodelle ihrer Eltern übernommen. Für die Frauen ist der Wechsel ins neue System, in die neue Arbeitswelt deutlich schwerer. Sie sind länger und häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als die männlichen Teilnehmer. Das zeigt auch die Studie. Bis 2011 sind die weiblichen Studienteilnehmer im Durchschnitt 14 Monate arbeitslos gewesen, die Männer nur 9. Aber auch für die meisten männlichen Studienteilnehmer steht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz oben auf der Liste. Monty Chache lebt, als 2005 sein erstes Kind geboren wird, mit seiner Frau in Köln. Beide haben eine gut dotierte Stelle bei einem großen Autohersteller. Als Monty Chache einen Traumjob in Zürich angeboten bekommt, will seine Frau nicht mit. Das Angebot war sehr, sehr gut, aber meine Frau hat gesagt, du bist ja voll verrückt, ich gehe nicht mit einem 3 Monate alten Baby, gehe ich nicht in die Schweiz und gehe nicht von diesem schönen Arbeitgeber weg, wo ich 3 Jahre Mutterschutz, wo alles gesichert und gebettet ist. Und dann habe ich gesagt, na, warum fängst du da nicht an zu arbeiten? Und dann hat sie erst gelächelt. Der Arbeitgeber hat gelächelt, eine große deutsche Versicherung in der Schweiz. Er entscheidet sich, den Traumjob an seine Frau zu vermitteln. Und habe sie halt hingeschickt zum Bewerbungsgespräch und meine Frau ist super angekommen. Und sie ist heute noch bei dem Arbeitgeber, ist total glücklich. Und dann habe ich mich eben über 7 Monate um meinen Sohn gekümmert. Für meine Eltern war es ein Fiasko. Der erfolgreiche Manager kündigt, erstmal das, als Ostdeutscher kündigt man nicht, geht dann in ein anderes Land, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Und es war eine total intensive Zeit, eine schöne Zeit. Und die möchte ich auch nicht missen. Und als ich dann eine Arbeitsstelle gesucht habe, hat niemand gefragt, was passiert mit ihrem Kind. Die Chaches haben alles erreicht, was sie wollten. Beide sind voll berufstätig, kümmern sich gemeinsam um Sohn und Tochter und, so sagen sie, sie haben eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die katholische Schwäbin und der Sachse sind Familienmenschen. Anderen Studienteilnehmern gelingt der Spagat nicht so gut. Sie werden von den strukturellen Problemen des Westens eingeholt.
Arbeit zu haben, ist nicht mehr selbstverständlich. Das hat gravierende Folgen für die Familienplanung. Mhm. 2012, die Studienteilnehmer sind 39 Jahre alt, wird klar, mehrfach Arbeitslose haben deutlich weniger Kinder als die, die nie ohne Arbeit waren. Diese Chance, langfristige Auswirkungen von Arbeitslosigkeit abzubilden, hat man ja normalerweise, wenn man Untersuchungen durchführt, nicht. Das heißt, man erhebt einmal und fragt und kann dann sagen, okay, diejenigen, die arbeitslos sind, sind psychisch belasteter. Man kann aber nicht unbedingt eine Kausalität abbilden. Das ist ja die große Diskussion bei Arbeitslosigkeitsforschung. Sind es diejenigen, die psychisch oder physisch belasteter sind, die eher arbeitslos werden? Oder sind die, die arbeitslos sind, dann psychisch belasteter? Das heißt, diese Option hat man wirklich nur bei einem Längsschnitt. Und unsere Frage war auch einfach, wie traumatisch ist eine Arbeitslosigkeitserfahrung? Michael Schwannecke ist insgesamt 16 Monate arbeitslos. Es kostet wahnsinnig viel Energie und sehr viel Selbstbeherrschung, nicht in ein Lotterleben abzugleiten. Aber es ermahnt einen keiner. Ne? Die Frau geht gegen 8 aus dem Haus, man dreht sich nochmal rum, dann ist es plötzlich 10:30. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da einen geregelten Tagesablauf durchzuhalten. Man hat Sachen erledigt, die man sonst halt nicht gemacht hat, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Mensch, du stehst immer später auf. Mensch, du gehst immer später ins Bett. Und bis ich dann gemerkt habe, hallo, eigentlich bist du im falschen Film. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt stellst du den Wecker auf 7:30. Du musst dein normales Leben führen. Das Problem ist nicht nur der als trist beschriebene Alltag ohne Arbeit, sondern es sind vor allem die Langzeitfolgen, auch für die Gesundheit. Die Studie untersucht das mit einem speziellen Index. Die Ergebnisse zeigen, bei Mehrfacharbeitslosen ist die psychische Labilität deutlich höher als bei Studienteilnehmern, die nie arbeitslos waren. Die sind psychisch belasteter, die haben höhere Werte in Ängstlichkeit und Depressivität, ohne dass es jetzt immer klinische Relevanz hat. Aber ich denke mal, die Lebensqualität als solche ist durch diese Erfahrung definitiv eingeschränkt. Die Grundschullehrerin Kerstin Bittich arbeitet heute an einer Sonderschule für geistig Behinderte. Auch sie war vorher mehrmals arbeitslos, hat als Schiffsstewardess und Flugbegleiterin gejobbt. Berufliche Erfahrungen, die sie nicht missen möchte, aber die Erfahrung, entlassen zu werden, hat sich bis heute eingeprägt. Wenn man immer wieder negative Nachrichten erhält, Rückschläge und seine eigenen Wünsche und Ziele nicht umsetzen kann, oh ja, ich glaube schon, dass das Selbstwertgefühl da mächtig drunter leidet und dass man darüber nachdenkt, was man selber falsch macht. Also ich persönlich trage es nicht täglich mit mir herum, weil eben meine Arbeitsstelle, die ich jetzt habe, ich als einigermaßen sicher empfinde. Allerdings möchte ich das nicht aus dem Hinterkopf verlieren. Zum Beispiel schwang das jetzt vor einem Jahr mit. Wir mussten die ursprüngliche Wohnung verlassen, in eine neue umziehen. Und die wurde eben auch darauf ausgewählt, also vom Mietpreis her. Was wäre, wenn ich eben arbeitslos bin? Können wir die Wohnung halten? Trotz aller Skepsis dem neuen System gegenüber etablieren sich die Studienteilnehmer Jahr für Jahr besser. Die Studie zeigt einen deutlichen Sinneswandel, fühlt sich 2005 weniger als die Hälfte der Teilnehmer als Gewinner der Wende, sind es 2012 64%. Ganz klar Gewinner. Also ich bin mir sicher, ich habe das immer dort angekreuzt. Ja. Ja, ich bin Gewinner. Das muss man schon so realistisch betrachten. Ja. Wir haben ein kleines Häuschen, wir haben eine relativ gesicherte Zukunft. Kann man eigentlich schon von Gewinnerin reden? Auch eine Ostdeutsche als Kanzlerin ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Und obwohl die Studienteilnehmer im Großen und Ganzen eher skeptisch bleiben, seit Angela Merkel im Amt ist, steigt die Zufriedenheit der Befragten. 2012 sind immerhin 42% der Teilnehmer mit der Wirtschaft zufrieden. Zufriedenheit mit Politik und System steigt auf 43%.
Einem halben Leben DDR steht nun ein halbes Leben in der Bundesrepublik gegenüber. Ihre durchaus ambivalenten Gefühle legt die Generation Wende bis heute nicht ganz ab. Nein, ich gehe nicht wählen. Nicht, weil der Sonntag immer ungünstig liegt, zum Beispiel, oder weil Wahlen mir einfach zuwider sind, sondern ich habe schlichtweg die Partei nicht gefunden, die mich entsprechend vertreten könnte. Ich weiß nicht, ob ich mit dem System versöhnlich bin. Ich lebe da eher in einem Mikrokosmos. Das Vorrangigste ist wirklich, die Familie gut zu versorgen. Vielleicht ist das am wenigsten verwunderlich. Die Generation Wende ist privat eher konservativ. Die durchschnittliche Dauer der Partnerschaften 13 Jahre. Viele sind bereits über 20 Jahre zusammen. Manche mit Trauschein, andere ohne. Das hat mich sehr überrascht an der Generation, weil die ja wirklich auch die Erfahrung gemacht haben, man kann sich scheiden lassen. Das war ja in der DDR nicht verpönt, sich scheiden zu lassen. Die scheinen aber überwiegend an ihrer Beziehung festzuhalten und da eine sehr hohe Stabilität aufzuweisen. Also den Antrag, den habe ich von meinem Mann bekommen, in schriftlicher Form, 1987. Das heißt, ich war wirklich erst 15. Und der Antrag war auch ein Antrag im Sinne von, ich sag dir jetzt, dass ich dich lieb habe und ich möchte mein Leben mit dir leben und die Aussicht, dass wir heiraten. Unter dieser Prämisse starten wir das. Das ist er. Mit dem möchte ich zusammenleben. Timon und Ines Schwab haben sich bereits zu DDR-Zeiten in der jungen Gemeinde kennengelernt. Sie haben den Aufbruch in die neue Welt gemeinsam gemeistert, ihre christlichen Werte gepflegt und eine große Familie gegründet. Fast 80% der Studienteilnehmer leben, nach eigenen Angaben, in einer festen Partnerschaft. Und die meisten sind mit einem Partner aus dem Osten verheiratet. Was wäre anders mit einer Frau aus dem Westen? Das kann ich so direkt nicht beantworten, weil ich einfach nicht weiß, wie westdeutsche Frauen sind. Sicherlich auch ganz normal Frauen von der Sache her. Also mir fehlt einfach die Erfahrung, zwischen Ostdeutsch und Westdeutsch da eine Abwägung zu treffen. Wobei ich es aber schon reizvoll finde, wenn eine Sendung kommt, wo eben DDR-Sachen gezeigt werden. Da kommt manchmal Polizeiruf oder sowas. Es ist absolut lustig, wenn irgend so eine Teekanne im Hintergrund steht und die Frau ruft plötzlich von der Couch, ah, die kenne ich. Erinnerungen an die DDR, auch das verbindet die Generation Wende. Ein bisschen Nostalgie und gleichzeitig der Blick nach vorn. Allerdings nicht mit grenzenlosem Optimismus. Geben die Studienteilnehmer 1990 noch an, dass die politische Einheit mit dem Westen in 8 Jahren vollzogen sein wird? Das hätte bedeutet 1998. Sagen sie im Jahr 2009? In 21 Jahren. Also 2030. Ein halbes Leben DDR. Von der Herkunft bleibt mehr als gedacht. 88% der Studienteilnehmer geben heute an, dass sie froh sind, die DDR erlebt zu haben. Manche, weil sie sich behütet gefühlt haben im alten Leben. Andere, weil sie durch diese Erfahrung ihre heutige Realität mehr zu schätzen wissen. Es ist ein unglaublicher Fundus und eine Chance, das gesehen zu haben. Ja, also vielleicht weniger die grauen Wände oder so etwas, aber dass man sich anstellen musste, dass man auch verzichten musste, dass es eben Teilen in der Familie, die Bananen waren eben abgezählt und auf einmal hatten alle die gleichen Pullis an oder Sakkos, weil es da, oh, jemand, da gibt's was, da fahren dann gleich alle los. Wenn ich eine Zeit erlebt habe, die nicht so gut war, die mich beschnitten hat, die mich eingeschränkt hat in meinen Freiheiten, dann kann ich das, was ich jetzt habe, einfach auch dankbar und positiv erleben und kann sagen, ich habe es schon anders erlebt, ich weiß, wie es anders war, also kann ich jetzt schätzen, wie es jetzt ist. Man muss sich daran erinnern, dass es das gab und dass es schlecht war. Und jetzt immer mehr Zeitzeugen fallen weg
Und das darf man einfach nicht vergessen. Also deswegen sehe ich das eigentlich als positive Erfahrung. Eine große Mehrheit der Studienteilnehmer ist froh über Wende und Vereinigung. Aber das schließt nicht aus, dass sie das heutige System kritisch sehen. Ihre Meinung lassen sie sich nicht mehr verbieten. Ich bin dafür, dass es die DDR nicht mehr gibt. Aber das hätte ich mir gewünscht, dass das Bildungssystem und das Sozialsystem übernommen worden wäre. Das sind so die zwei Dinge, die mir sehr gut gefallen haben in der DDR. Das gesamte System krankt einfach an dieser Grundbildung. Und sicherlich jetzt nicht unbedingt an dem fehlenden Marschieren in Dreierreihen um die Schule. Aber es fehlt auch einfach an diesem Gemeinschaftsunterricht. Das war für meine Begriffe eine soziale Kompetenz, die du gelernt hast, die hier einfach nicht mehr beigebracht wird. Die sehen das System kritisch. Die haben sich mit ihren Erwartungen, haben sie sich sehr kritisch auseinandergesetzt. Aber sie sind auch, denke ich, reflektiert genug, nicht jeden Tag darüber zu lamentieren, sondern in ihrem Leben das aktiv umzusetzen, was sie erreichen wollen. Ich glaube, vielleicht ist das sogar die Siegergeneration, weil die hatten alle Optionen und die haben vorher gut und viel Sicherheit erfahren. Vielleicht ist das, dass man sagen kann, wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre das Leben vielleicht so dahin geplätschert. Sicherlich einfacher, aber eben auch langweiliger. Und jetzt hat man viele Höhen und Tiefen durchgemacht, viele Nächte nicht geschlafen, aber hat sich jetzt was geschaffen, hat gekämpft und hat sich was aufgebaut, was einen keiner mehr nehmen kann. Und so sind sie angekommen in der Freiheit. In einer Freiheit, die sie täglich vor neue Herausforderungen stellt. Die Studie hat ihre 400 Teilnehmer seit 26 Jahren auf diesem Weg begleitet. Einem Weg, für den sich inzwischen auch andere in der Welt interessieren. Wir haben ja jetzt auch immer Nachfragen von Südkorea, ne? Die sich vorbereiten auf irgendwann eine Wiedervereinigung, wie man das macht. Und dann melden die sich immer wieder und wollen lernen, nicht? Also welche Fehler vermieden werden können. Die Forscher von den Universitäten Leipzig und Dresden haben große Pläne mit der Studie. Sie wollen in Zukunft auch die Kinder der Studienteilnehmer befragen. Einfach um zu schauen, welche Sozialisationserfahrungen werden noch weitergegeben und wie sind die drauf? Also spielt für die DDR überhaupt noch eine Rolle? Deutsche Demokratische Republik. Weiß ich gerade nicht. Deutsch. Deutsche Demokratische Republik, ja. Und mein Opa erzählt meist, dass früher immer alles besser war. Den Wissenschaftlern geht es auch darum zu hinterfragen, was sich fortschreibt in der nächsten Generation, was die Eltern ihren Nachkommen mitgeben von einem halben Leben DDR. Welche Haltung zur Welt, zur Arbeit und zur Familie? Schon mit Mann und auch 2 oder 3 Kinder. Ich möchte eigentlich, dass es so Gleichberechtigung ist, also dass beide arbeiten gehen. Und halt auch Kinder. Also es sollte schon eine strukturierte Familie sein, aber es sollte auch der Spaß dazugehören. Ich möchte eigentlich nicht stressig durch mein Leben gehen, was den Job angeht und auch den Rest. Warum auch, wenn es nicht sein muss? Angst? Nee, ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Ich hoffe, dass mein Leben schön wird und dass was Gutes draus wird. Ich freue mich darauf, in der Zukunft.